Hallo meine lieben Englischschüler, in diesem Video lernt ihr 16 weitere Phrasal Verbs, auf Deutsch Partikelverben. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. To pick up, abholen oder hochheben. To let in, hereinlassen. To keep at, dabei bleiben oder weitermachen. To think through, etwas gut durchdenken. To sum up, zusammenfassen. To speak up for, sich für etwas einsetzen. To run away, weglaufen. To put together, zusammenstellen. To figure out, herausfinden oder verstehen. To get along with, sich mit jemandem verstehen. To hang up, auflegen. To insist on, auf etwas bestehen. To mess up, etwas unordentlich machen. To point out, aufzeigen oder darlegen. To read over, etwas durchlesen. To sleep in, ausschlafen. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Video, euer Englischlehrer.